Guten Morgen, perfekt geweckt mit Zettel und Sperr. Und wir müssen jetzt schon ganz ehrlich zugeben, wir sind ein bisschen nervös, kann man nicht sagen, oder? Ah, schon, finde ich schon. Du bist nervös. Man kann das auch zu Recht sagen, weil wir haben heute sehr hohen Besuch bei uns aufgeregt. In den neuen Live-Radio-Studios. Wir haben den erfolgreichsten österreichischen Musiker derzeit live bei uns zu Gast. 100 Millionen Mal werden die Songs gestreamt. 7 Amadeus Music Awards hat er. Electro Swing King, würde ich jetzt mal sagen, würde ich dich betiteln. Wir haben ihn heute bei uns, Markus Führeder alias Parov Stelar. Guten Morgen. Guten Morgen. Markus, bist du genauso aufgeregt wie wir? Ich bin ein wenig mehrt. Ist 8 Uhr in der Früh normalerweise nicht so der Zeit, oder? Ja, es ist schon bald, aber im Endeffekt, ich habe einen 9-jährigen Sohn, das heißt 8.20 Uhr müssen wir einmal aufstehen. In Spanien geht es um eine Stunde später los und das kommt mir sehr gelegen. Aber sonst so in früheren Auflegezeiten, da war wahrscheinlich 8 Uhr eher zu schlafen. Schlafen sind wir eine Stunde vorher ins Bett gegangen. Ja, das denke ich mal. Markus Führeder hat seine neue Single mit im Gepäck und wir reden über seine Ausstellung. Genau, du machst ja Kunst und ab morgen können wir die in Linz auch sehen. Morgen ist die Eröffnung deiner Ausstellung. Genau. All das und mehr in 7 Minuten hier bei uns. Ich bin jetzt schon gar nicht mehr so nervös, wie ich vorher war, weil er ist ein ganz netter eigentlich. Voll nett, sehr sympathisch und locker. Guten Morgen, ihr hört es perfekt geweckt mit Zettel und Sperr auf Live Radio. Es ist 8:09. Wir haben einen echten Weltstar zu Gast heute. Hunderte Millionen Streams, 7 Amadeus Music Awards, Doppelplatin in Italien, ausverkaufte Shows in den USA, Europa, Mexiko, Südkorea und Japan. Österreichs international erfolgreichster Music Act. Und heute ist er bei uns in den Live-Radio-Studios. Hier ist Parov Stelar. Yeah! Herzlich willkommen, guten Markus Führeder, Parov Stelar. Schaust gut aus, sehr frisch, sehr munter, muss ich sagen. Ja, vielen Dank. Ihr lebt so lieber im Radio, ich schwöre das. Das Gute ist, man sieht uns ja nicht. Ja. Ich kann ja sagen, was ich will. Wir haben den erfolgreichsten Österreicher im internationalen Musikbusiness bei uns. Wir hatten ja, Markus, gerade in der letzten Zeit so ein kleines Problemchen namens Corona. Mhm. Eine Zeit, in der du normalerweise ja live vor zehntausenden Menschen gespielt hättest. Wie schlimm, wie zach war das für dich, nicht auftreten zu können? Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, anfangs war es eigentlich willkommen für mich. Ich habe da die ganze Tragweite eigentlich noch gar nicht überblickt und ich habe ja 10 Jahre lang versucht, Pause zu machen. Das habe ich dann immer wieder verschoben von Jahr zu Jahr und plötzlich bin ich gezwungen worden zur Pause. Aber irgendwann, nach ein paar Wochen, habe ich schon gemerkt, was das wirklich bedeutet, vor allem auch für meine Musiker und die ganzen Leute, die mit unterwegs sind. Und ja, das ist wie bei den Zirkuskinder. Die wollen seit 50 Jahren aufhören und können es aber nicht. Ja, genau. Und was hast du dann so als Künstler am meisten vermisst? Sind es die Massen, die einem zujubeln, die das Musik machen, das Kreativsein oder was fehlt einem da? Ich glaube, das ist auch schwierig zu beziffern, was ist es ganz genau. Das ist irgendwie dieser Virus, wenn du unterwegs bist als Künstler und da reden wir jetzt nicht von dem anderen Virus, der hat dich abpackt und der lässt dein Leben nicht los. Dieses Touren, das ist so ein bisschen Hassliebe. Ja? Mhm. Aber das merkst du erst, wenn du es nicht mehr hast. Du brauchst es. Aber um die Frage zu beantworten, das Zujubeln, glaube ich, ist es nicht, sondern ich glaube, es ist einfach irgendwann einmal dein Lebensstil. Mhm. Wie hast du die Corona-Phase verbracht und womit und wo? Die Biermarken sage ich nicht. was Spanisches. Naja, also ich habe eigentlich ja die Zeit des letzten Jahres sehr intensiv in mein Kunstatelier verbracht. Das heißt, da sind wirklich sehr viele Bilder entstanden mit Malen. Natürlich auch Musik, aber ich habe die Musik eigentlich in dieser Zeit auch bewusst einmal ein bisschen zurückgestellt, weil ich mir gedacht habe, okay, ich nutze diese Chance, um eigentlich auch den musikalischen Akku wieder aufzuladen. Wir wollen gleich über deine Kunst reden, vorher wollen wir über deinen neuen Song reden, der heißt wie? Keine Melodien. Keine Melodien. Ein Song, der jetzt auch während dieser Corona-Phase entstanden ist. Es ist das erste Mal ein deutscher Satz zu hören bei Parov Stelar. Wie kam es dazu? Ich war eigentlich ein Fan, es gibt ein Original dazu, das ist 20 Jahre alt und ich wollte eine neue Interpretation gestalten damit und habe es einfach spannend gefunden, einmal irgendwas wieder zu tun, mit dem keiner rechnet. Gemeinsam mit einer deutschen Band ist der Song entstanden? Mit Jeans Team und das war eigentlich eine lustige Sache, weil ich habe den Originalsong vor 20 Jahren eigentlich schon aufgelegt und habe gesagt so, der 5. Anlauf in die 20 Jahre, wo ich es wieder verändert habe, das Ding gehabt und jetzt das machen wir es offiziell. So ist es und so klingt dieser Song von Markus Führeder, die neue von Parov Stelar. Keine Melodien. Jetzt auf Live-Radio. Das kann man gut.
Bei uns im Live-Radio-Studio heute zu Gast der im Moment erfolgreichste österreichische Musiker, Parov Stelar alias Markus Fürreder. Willkommen nochmal, guten Morgen. Guten Morgen. Du hast zum Pinsel gegriffen. Ja, weil das wissen ja viele gar nicht. Vor deiner steilen Musikkarriere warst du ja Maler, bist du ja noch immer Maler. Du kommst ja auch aus einer sehr kreativen Malerfamilie. Deine Mutter ist, glaube ich, auch Malerin, gell? Genau. Und jetzt kann man was sehen von dir, weil du machst eine Ausstellung und die wird morgen eröffnet, also am 1. Juli im Francisco Carolinum in Linz, Museum für moderne und zeitgenössische Kunst. Und das ganze Projekt, das I'll Be Okay Soon. Möchtest du damit irgendwas aussagen? Hat das mit Corona zu tun oder mit einer Message von dir persönlich? Also mit Corona nicht so vordergründig, aber wahrscheinlich, man ist immer beeinflusst von der aktuellen Situation. Aber ich denke, jeder Künstler oder Kunstschaffende, der hat ja irgendein Problem, weil sonst müsstest du ja den Blödsinn nicht machen. Und die Hoffnung, irgendwann geht es mir gut und irgendwann kommt das perfekte Bild oder der perfekte Song, das treibt dich irgendwie an. Und ich glaube, es ist eher der Titel diesem Gefühl geschuldet, dieses nie ankommen als Künstler und die Karotte vor der Nase. Das geht los morgen mit der Ausstellungseröffnung, geht dann bis 15. September. Für alle, die deine Kunst so jetzt nicht vor Augen haben, kannst du es ein wenig beschreiben, weil du verbindest ja deine Bilder auch mit deiner Musik. Was bedeutet das? Also für mich war Musik nie nur hören. Also ich denke, das ist immer eine Kombination. Das hat fast jeder Mensch, der Musik hört, automatisch assoziiert man Bilder damit. Und ich habe eigentlich vor meiner Musikkarriere als Maler gearbeitet und so überlebt und habe das nie aufgegeben. Also das ist eigentlich für mich das Wichtigste. Ich liebe auch zum Beispiel Filmmusik. Das ist einfach die Kombination zwischen Bild und Ton ist, glaube ich, die kräftigste Waffe, die man in der Kunstszene machen kann. Das ist die Ausstellung von Markus Fürreder ab morgen in Linz. Markus, jetzt habe ich noch ein bisschen Angst. Die Angst, dass du völlig in Richtung Kunst kippst und es irgendwann einmal keine Musik mehr von Parov Stelar geben wird. Ist es eine unbegründete Angst hoffentlich, oder? Diese Angst hat mein Musikmanager auch. Nein, natürlich nicht. Also ich bin ein Workaholic. Ich liebe das, was ich mache. Und ich glaube, im Gegenteil, es wird sich gegenseitig befruchten. Sehr gut. Markus, herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns in den neuen Live-Radio-Studios. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg mit deiner Ausstellung, die ab morgen in Linz beginnt. Mit der Musik sowieso, die gibt es bei uns auf Live-Radio. Danke fürs Kommen. Vielen Dank. Vielen Dank.